Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Das letzte Mal sind wir im Mädchenturm stehen geblieben, obwohl die gar keine Mädchen sind, was ich ein bisschen schade finde. Und müssen jetzt ein komisches Rätsel machen, das meistens auf Zeit läuft und wir dadurch dann hoffentlich einen Schlüssel finden. Ich hätte mir vorher mal angucken sollen, wo man lang kann. Okay, er hat mich, glaube ich, richtig gestellt direkt. Hoffe ich doch mal. So, dann sollte das, denke ich mal, kein Problem sein. Wenn ich nicht allzu große Fehler mache. Ist so dunkel hier. Ich hab doch Angst im Dunkeln. Wieso gab's hier noch keine Taschenlampen? Okay, das sieht zumindest einigermaßen richtig aus. Jetzt muss ich abspringen. Ja, tatsächlich. Nein. Da lang. Okay, wir sind fast da. Rüber, dann darüber. Und geschafft. Der Schalter. Da müssen wir, glaube ich, hin. Okay, und hier ist ein weiterer Hebel. Und dann muss ich, denke ich mal, da drauf springen. Wäre jetzt meine Vermutung. Sieht richtig aus. Okay. Jetzt nur noch gucken, dass ich hier nicht runterfalle. Und dass ich mich etwas beeile. Okay, und rüber. Wow. Das war knapp. Bloß weiter und nicht stehen bleiben. Mann, das wird aber echt knapp. Weil ich jetzt noch so gar nicht weiß, wo ich jetzt. Wo das Ende ist. Also, ich meine, ich weiß schon, wie es aussieht, aber. Ah, okay. Ich glaube jetzt noch nach rechts und dann müssten wir es schon haben. Ja, sehr gut. Zack, und aktivieren. Gewalt hilft irgendwie immer bei technischen Geräten, ne? Obwohl das ja eher weniger technisch war, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, komm schon, zieh ich nach oben. Okay, und da war wirklich der Schlüssel. Umgeben von ein paar schönen Schatztruhen, die wir dann demnach später finden. Wir müssen jetzt lang. Geradeaus weiter? Ja, sieht so aus. Okay. Wenn ihr das sagt, dass ich geradeaus weitergehen soll, dann mache ich das halt. Okay, und dann noch höher. Und es läuft auch zum Glück nicht auf Zeit, was ich schon mal sehr schön finde. Wobei das jetzt hier nicht so schwer war. Wenn man einmal den Weg gefunden hat, dann wusste man ja eigentlich, wo es lang geht. Aber es ist halt so, es ist fast bei jedem Spieler so, ich glaube, fast kein Spieler kann bei so Zeitmissionen einfach ruhig bleiben. Man spielt dann direkt hektisch und automatisch schlechter. Und das ist doof. Deswegen mag diese Mission keiner, aber sie werden trotzdem immer wieder in Spiele eingebaut. Naja, zack, und da wären wir. Sehr gut, dann hätten wir das doch schon. Ich werde aber natürlich erstmal die Kisten öffnen, obwohl ich da nicht glaube, dass da allzu viel drin ist. Nee. Aber seht ihr, fast 500 Aksche so bekommen. Und nicht dadurch, dass wir noch 4 Kisten tragen mussten für diesen Typen aus dem letzten Teil. So, ah, hier war mal viel drin. Okay, und da ist der letzte Schlüssel. Ja, wir haben ihn. 4 von 5. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir den letzten auch irgendwie bekommen. Aber wir haben den Templern schon einiges voraus. Und da sind wir auch schon wieder. Okay, und wir haben direkt ein weiteres Missionsziel. Jetzt dürfen wir den Schlüssel wahrscheinlich direkt untersuchen, wenn ich mich nicht irre. Und wieder mal eine Sequenz aus Altairs Leben erfahren. Ja, so sieht's aus. Dann würde ich sagen, laufen wir auch direkt dahin. Und danach dürfte auch mal wieder eine richtige Hauptmission kommen. Würde ich mal schätzen. So.
Aber naja, ich kann mir höchstens vorstellen, ich weiß es jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie es ist, ob wir und wie wir in den Besitz des letzten Schlüssels kommen, aber ich würde darauf spekulieren, dass es auf ein Gefecht hinausläuft mit den Templern, wie es ihnen dann wegnehmen. Aber haben wir dann noch genug Zeit, uns in Ruhe anzugucken, was da drauf ist? Das ist so eine Frage, ne? So, jetzt bin ich aber echt mal gespannt, wie alt Altair jetzt in dieser Erinnerung ist, weil das war ja schon ein erstaunlicher Sprung vom zweiten bis zum dritten Schlüssel, weil im zweiten war er noch 26 und im dritten war er schon 63. Mal gucken, wie alt er jetzt ist. Vielleicht ist er ja immer noch 63. Oder er ist wieder jünger. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das läuft schon in chronologischer Reihenfolge ab. So, und da wären wir schon im Versteck. Und das könnte ich euch jetzt sogar zeigen. Ich habe es jetzt mal nicht vergessen. So, Eingangsbereich kennen wir ja natürlich zu Genüge. Und diese wunderschöne Brücke hier. So, links hätten wir dann einen weiteren Gang. Achso, ja, hier einfach so ein Raum, wo wir unsere Assassinen fortschicken können und Bomben bauen können halt. Das Übliche. Und hier ist auch eine Assassine. Guten Tag. Ein paar Kisten, die wir noch einsammeln könnten für Bomben bauen, was wir natürlich nicht machen. So. Sieht aus wie so ein kleiner Ruheraum. Für die Assassinen, um sich zu entspannen. Ja, dann hätten wir natürlich das Herz des Verstecks, sage ich mal. Was hätten wir denn hier? Ja, hier diese Assassinen-Herausforderung, die ich nie bewältige. Also immer nur zufällig. Hier haben wir unsere Waffenkammer. Da können wir immer gucken, was wir so an tollen Waffen haben. Und sie dann auch benutzen. Hier kommen auch Waffen hin, die wir durch verdiente Aktionen freigeschaltet haben, die wir uns dann hier holen müssen. Wie zum Beispiel, welcher war das denn? Ich glaube, der Mehmetsdolch. Dolch, genau. Den haben wir nämlich einmal freigeschaltet. Den müsste ich mir dann hier holen, aber kann ich dann vielleicht später machen. Hier sind Schwerter. Alles das Übliche, was man schon aus den anderen Teilen kennt. Nicht wahr? Wo ist denn Altair Schwert eigentlich? Hier haben wir Äxte. Hier ist noch irgendwas frei. Okay, da ist der Hammer, den ich eben schon hatte. Oder Anfang des letzten Teiles. Okay, hier ist ein Langschwert. Lange Waffen. Hier sind normale Schwerter. Ich weiß jetzt nicht, wo Altair Schwert ist, aber vielleicht kann ich mir das auch irgendwie anders wieder holen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier weiter nachzugucken. Ist ja auch nicht sonderlich so interessant für euch. Hier ist unsere Rüstungskammer. Ist ja klar, ne? Die muss ja auch sein. Da können wir uns alle Rüstungen angucken. So viele gibt es ja diesmal nicht. Das hier ist die Meisterassassinen-Rüstung, die ich auch in einem Teil bekommen habe, weil ich ja irgendwie alle Türme... Ne, was war das? Nicht alle Türme eingenommen habe, sondern alle auf mindestens auf Stufe 10 gebracht habe, glaube ich. Alle Assassinen. Ja, hier ist unsere erste Rüstung und die anderen kommen dann später nach. So, ja, das war es auch schon wieder fast. Dann hätten wir hier noch den Gang. Der führt allerdings nur zu einem Tunnel, den wir benutzen können. Dann hätten wir hier... Ja, hier ist nur die Bibliothek, wo wir uns jetzt gleich hinsetzen werden und eine weitere Altair-Sequenz erleben. Ja, und halt sonst nur Bücher, Bücher, Bücher. Das langweiligste der Welt. So ungefähr. Und hier sind die Bücher, die wir gefunden haben, durch die Türme, denke ich mal. Mal gucken, Gesandtschaft in Konstantinopel. Aha. Oder auch andere Bücher, ich weiß es nicht genau. Da hoch kann man nicht. Nö, okay. Gut, dann setzen wir uns wieder an den Tisch und wirken nachdenklich. Es heißt, er schreie im Schlaf, rufe nach seinem Vater. Abbas, welch ein erbärmlicher Mann. Es ist nicht an uns zu richten. Sicher ist es das. Falls unser Meister von Sinnen ist, so will ich es wissen. Still. Guten Abend. Wasser. Natürlich. Bitte. Oh, habt vielen Dank. Was führt euch her, alter Mann? Bedauert Abbas. Verurteilt ihn nicht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens als Weise gelebt. Beschämt vom Erbe seiner Familie. Er ist besessen von der Macht. Weil er keine Macht besitzt. Er ist unser Mentor.
Und anders als Al-Mualim und Altair hat er uns nie betrogen. Ein Unsinn. Altair war kein Verräter. Er wurde vertrieben. Zu Unrecht. Es. Ist es? Seid ihr das? Ich hörte Gerüchte, jedoch glaubte ich sie nicht. Ich frage mich, ob ich selbst mit Abbas reden soll. Viel Zeit ist vergangen. Unmöglich. Abbas' ungehobelte Lakaien halten uns von der Burg fern. Weniger als die Hälfte der Krieger hier sind wahre Assassinen. Nun, wo fange ich an? Bei uns. Mann, ist der alt geworden. Er ist jetzt 82. Krass. Rückkehr des Mentors. Altair ist nach 2 Jahren selbst auferlegtem Exil nach Masyaf zurückgekehrt. Sammeln Sie Verbündete und eliminieren Sie Abbas. Oh. Ja, der ist ja jetzt momentan der Mentor. Ist ja auch klar. Wer hätte es... Man hätte es sich denken können. Aber okay. Ihr nennt diese Männer grausam. Erhoben Sie Ihre Klingen gegen Unschuldige? Für wahr, ja. Gewalt scheint Ihr einziger Spaß zu sein. Dann sterben Sie. Denn Sie haben die Regel verletzt. Doch wer noch nach dem Credo lebt, bleibt verschont. Ihr könnt uns vertrauen. Okay. Aber es Hauptmänner töten, ohne die anderen Wachen zu eliminieren. Und das mit dem alten Altair. Der kann auch, glaube ich, gar nicht mehr so richtig rennen, ne? Ne. Nur so am Humpeln. Er soll eine versteckte Klinge eingesetzt haben. Naja. Er tut einem schon fast leid, was? Er hat ein hartes Leben gehabt, der arme Altair. So, na, wie geht's euch? Dein Antlitz zu ertragen macht. Zack. Okay, die hätten wir beide. Er hat's aber immer noch drauf, obwohl er so alt ist. So alt, senil und grau. Ja, und man hört schon Gerüchte, dass. Oder Gerüchte sprechen sich rum, dass das Altair schon im Dorf ist. Und das ist er auch. Er ist zurückgekehrt. Ich kann kein. Wieso kann ich nicht mehr laufen? Kann der keinen Hügel rauflaufen? Anscheinend nicht, oder? Okay, ich kann momentan gar nicht mehr laufen. Doch, jetzt geht's wieder. Da, habt ihr gesehen? Eine Geistergestalt. Wer war das? Hm. Vielleicht war es Maria. Vielleicht einer seiner Söhne. Wer weiß, er hat ja so ziemlich jeden verloren. Jo, hallo? Wie geht's denn so? Mentor! Willkommen. Still. Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Okay. Wir kriegen Unterstützung und müssen den immer noch verfolgen. Allerdings muss ich jetzt hier erstmal einen Cut machen, denn die Zeit ist schon wieder fast vorbei. Und ich würde sagen, wir gucken, ob Altair es immer noch drauf hat, also wirklich noch drauf hat und unentdeckt bleiben kann im nächsten Teil. Oh, nee, kann er anscheinend nicht. Egal. Aber darum kümmern wir uns halt im nächsten Part. Also bis dann. Ciao.